und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute geht es um meine aufgebrauchten Produkte des Monats September. Ich freue mich total, dass du wieder dabei bist. Ich liebe diese Art von Videos, ich gucke die super gerne und deswegen möchte ich auch jeden Monat meine aufgebrauchten Produkte zeigen, was ich nachkaufen werde und zeigen, was ich vielleicht nicht mal aufgebraucht habe, weil ich es schlecht finde. Starten wir direkt. Ich habe meine Gesichtspflege aufgebraucht und zwar ist das Neutrogena Hydro Boost Revitalizing Booster, meine Güte, wer kann das denn richtig aussprechen? Ich liebe Neutrogena Gesichtspflegeprodukte. Ich bin total angetan von der gesamten Hydro Boost Serie, habe das super gerne aufgebraucht und würde es mir auch jederzeit nachkaufen. Allerdings habe ich gerade ein paar andere Sachen in Anwendung und daher möchte ich mir das erstmal nicht nachkaufen, erst wenn ich die anderen Sachen aufgebraucht habe. Leer gegangen sind von BB die blauen Abschminktücher. Das waren jahrelang meine allerliebsten Abschminktücher. Mittlerweile benutze ich aber eine andere Sorte von BB lieber. Und zwar sind das diese grünen. Das hier sind die, die ich momentan in Anwendung habe. Und die finde ich sogar noch besser als die blauen, obwohl ich mir die blauen jahrelang nachgekauft habe. Ich versuche aber sowieso momentan ein bisschen Abstand zu gewinnen von Abschminktüchern und lieber andere Reinigungsprodukte zu benutzen. Trotzdem, manchmal greife ich noch drauf zurück und deswegen sind diese jetzt wieder bei mir leer gegangen. Mein Herz blutet. Hier haben wir doch tatsächlich eins meiner Lieblingsparfums. Es nennt sich Flower by Kenzo und es riecht so frisch und ist einfach ideal für den Alltag. Das habe ich von einer Freundin geschenkt bekommen und ich werde es mir auf jeden Fall bei Gelegenheit nachkaufen. Schnuppert bei Gelegenheit mal dran. Es wird euch bestimmt gefallen. Es ist eher so ein erwachsener Duft, aber ich persönlich finde das ganz gut. Eigentlich stehe ich total auf mega schwere und süße Düfte, aber der ist sehr frisch und gefällt mir trotzdem total gut. Also ich kann den absolut empfehlen. Normalerweise zeige ich keine Zahnpasta, aber die ist so was Besonderes, dass ich die auf jeden Fall einmal in die Kamera halten wollte. Das ist von Odolmit 3, die Senses Refreshing Wassermelone Gurke Minze. Der Geschmack ist am Anfang total gewöhnungsbedürftig, aber wenn ihr euch einmal dran gewöhnt habt, ist es total cool. Und ja, ich würde es mir nachkaufen. Ich glaube, das war eine Limited Edition und man kommt nicht mehr dran. Wollte ich euch aber unbedingt zeigen, weil Wassermelone in der Zahnpasta, wer kennt denn sowas? Kommen wir jetzt zu einem etwas unschöneren Thema und das ist Behaarung, vor allen Dingen im Gesicht. Also ich persönlich empfinde das als unangenehm. Und ich sag euch, ihr habt deutlich länger was davon, wenn ihr es wegwachst, als wenn ihr irgendwas anderes macht. Beispielsweise rasieren oder ähnliches. Ich bin ein Fan von diesen Kaltwachsstreifen. Es gibt die von Balea, von Isana, von Veet. Ich habe da keinen Favoriten. Ich finde, die günstigen sind genauso gut wie die teuren. Dann ist mein Duschgel leer gegangen. Genauer gesagt ist es ein Duschpeeling-Creme-Dusche. Und zwar von Palmolive, reinigende Tonerde-Creme-Dusche, sanftes Peeling für zarte Haut mit Aloe Vera. Hat ganz gut gerochen, sehr frisch. Sehr unisex, kann ich total empfehlen, würde ich mir auch nachkaufen. Jetzt sind wir mal total langweilig, aber ich habe halt wirklich meinen kompletten Müll gesammelt, auch den Haushaltsmüll. Da haben wir hier das Denk mit Vollwaschmittel. Ja, es ist total günstig und das kann ich auf jeden Fall empfehlen. Sieht so aus, als hätte ich diesen Monat überhaupt keine Flop-Produkte. Sehr schön. Hier ist noch ein Produkt, was ich schon sehr lange habe, was mir auch leider kaputt gegangen ist. Das ist das My Dear Coconut Body Spray von Rossmann. Limited Edition ist, glaube ich, nicht mehr erhältlich. Früher habe ich total gerne Body Sprays benutzt. Heutzutage benutze ich lieber Parfums. Was benutzt du denn lieber? Schreib es mir gerne mal in die Kommentare. Ich war früher ein riesen Body Spray Fan und jetzt trage ich nur noch Parfums. Jetzt kommen wir zum allerletzten Produkt und zwar ist das von Balea. Das war eine Fußmaske und Peeling 2 in 1. Da haben wir nämlich das Balea Fußpeeling und Fußmaske Scrub and Care mit pflegender Shea Butter und Kokosduft, fand ich total interessant, mal auszuprobieren. Ja, es war ein witziger Gag, aber muss ich nicht unbedingt nochmal haben. Das waren jetzt alle 10 Produkte, die ich im September aufgebraucht habe. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen und ich hoffe, beim nächsten Mal kann ich dir wieder ein bisschen mehr Haarpflege zeigen. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch bitte einen Daumen nach oben da und schau auch mal auf meinen anderen Social-Media-Kanälen vorbei. Ich freue mich auf dich. Vielen Dank fürs Zusehen und bis bald.